Es geht weiter, auch zum Dienstag, wenn auch ein bisschen ruhiger als eigentlich geplant, denn ich hatte schon in der Planung, heute am Regal ein bisschen was zu machen, bitte links Baden-Atembecken herrichten oder aber das Garnelenbecken herrichten. Aber der Tag ist voll mit irgendwie so vielen Kleinigkeiten, dass ich ja das auf morgen verschieben muss, wie auch immer, aber heute wird es definitiv nichts werden. Aber dennoch mal ein kleiner Blick bei den Pastellkörnern vorbei, denn da hat der Männertausch zum Erfolg geführt. Das Männchen sitzt auf einem Gelege. Ja, entweder war es der Männertausch oder aber die Neubepflanzung mit der Pogostomon quadrifolius. War vielleicht gedacht, hier ist es schön, hier möchte ich bleiben, hier könnte ich mir vorstellen, eine kleine Familie zu gründen. Eins von beiden wird es gewesen sein. Ja, ich kann leider nicht sagen, welches Weibchen beteiligt gewesen ist. Ich habe den kompletten Vorgang überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe mich gestern Abend nur gewundert, nach, wo ist denn das Männchen? Und dann hat er mich aus der Höhle heraus angeschaut. Na, ich habe dann mal Licht ausgemacht, mit der Taschenlampe hineingeleuchtet und dann habe ich die Eier an der Decke kleben sehen. So, ich muss mal gucken, ob ich hier noch mal ein kleines bisschen näher rankomme. Entschuldigt mal die verwackelten Aufnahmen. Ich gehe mal eben ein bisschen näher und dann versuche ich mal, euch das noch ein bisschen besser zu zeigen. So, schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gestern schon zwei Short-Videos hochgeladen. Das eine war ein bisschen verwackelt. Beim zweiten musste ich dann mich ein bisschen geschickter anzustellen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser geworden. Jetzt versuchen wir es mal mit der Kamera auf dem Stativ, damit es dann auch wirklich mal ruckelfreie oder halbwegs ruckelfreie Bilder gibt. Und ich nehme jetzt eine Taschenlampe zur Hilfe und leuchte mal die Höhle ein bisschen besser aus. Und schwuppdiwupp, da ist er. Und oben an der Decke kleben die Eier. So. Mal schauen, ob wir da noch näher rankommen. Ah, ich denke mal, die Eier kann man erkennen. Nee, noch näher komme ich leider in diesem Kameramodus nicht ran. Ich versuche gleich nochmal mit dem Handy ein paar Aufnahmen zu machen, ob die vielleicht ein bisschen besser werden. Dann zeige ich das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Aber was man eben hier sehen kann, das Ganze hat funktioniert. Der kleine Männertausch hat funktioniert. Also mit dem Männchen hier, der hat nichts anbrennen lassen. Na, die beiden Weibchen hatten ja zum Wochenende hin einen ordentlichen Laicheinsatz. In den letzten Aufnahmen, ich glaube Freitag müsste es gewesen sein, ja, da war ja ordentlich zu sehen, dass die beiden Damen ganz gut dabei sind. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt, was dabei rauskommt. Natürlich Stress für ihn ohne Ende. Ne? Der muss das Gelege ständig bewachen. Immer wieder wird Frischwasser zugeführt, also die Eier quasi so ein bisschen befächelt. Deswegen hängt er sich oben drüber und schlägt da quasi mit seinen Flossen. Und das geht natürlich auf die ja, Energiereserven von dem Tier. Er frisst, überhaupt kein Problem. Also beim Fressen geht er auch raus. Das ist alles gar kein Thema. Schaut aber dennoch ganz genau hin, dass da auch ja nichts ja, in der Höhle vor sich geht, dass da keiner oder keines der beiden Weibchen der Höhle zu nahe kommt. Der duldet die beiden bis kurz vor der Höhle. Ja. Aber auf die Idee, da reinzukommen, kommt keines der beiden. Ich kann leider nicht sagen, welches Weibchen beteiligt gewesen ist. Ich habe es nicht mitbekommen. Ein Weibchen hat sogar noch einen Laichansatz, das eine hat keins mehr. Ja, da liegt es eigentlich ziemlich nahe, welches der beiden daran beteiligt gewesen ist. Ich gehe gerade mal mit der Kamera ein bisschen zurück. Denn das Weibchen ohne Laicheinsatz, das kommt der Höhle doch immer wieder am nächsten. Das sehen wir jetzt auch hier. Ja, wo ist sie? Da ist sie. Ja, also sie kommt immer wieder mal nah an die Höhle, so wie eben jetzt. Die andere sitzt gerade ja, mittel vom Becken, eher auf der linken Seite. Aber sie ist immer diejenige, die doch ein bisschen näher rangeht. Ja, vielleicht so mutterinstinktmäßig das Ganze auch. Das zumindest mal so ein kleines bisschen Interpretation von dem, was ich beobachten kann. Ja, das Weibchen jetzt hier in der Mitte, das ist diejenige, oder wo ich vermute, dass es wohl das weibliche Elterntier sein muss. Die kommt immer wieder auf die rechte Seite geschwommen, schaut so ein bisschen in Richtung Höhle und das zweite Weibchen hier auf der linken Seite, ja, die hat schon noch so ein kleines bisschen Bauchansatz. Ne? Das ist ungewöhnlich oder wäre ungewöhnlich, wenn sie die Beteiligte gewesen sein würde oder sollte, denn normalerweise ist dann eben der Bauch schon relativ flach, weil eben alles an Laich auch abgesetzt wird. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Gehen wir mal gerade ganz kurz zurück, schauen noch mal rein.
Ja, macht schon Spaß, das Ganze zu beobachten. Ich habe jetzt mal eine kleine Pause eingelegt, weil ich mal ganz kurz was erledigen musste. Jetzt sehen wir das Männchen eben auch mal ganz kurz vor der Höhle, geht aber auch direkt wieder rein, kümmert sich wieder um das Gelege. Es wird wieder ordentlich befächert. Was macht denn jetzt? Ist er am Fressen? Ich hoffe ja nicht, Junge, mach keinen Blödsinn, du hier. Ja, vielleicht lag irgendwas nicht so wirklich oder klebte nicht so wirklich an der Decke und er hat es ein bisschen zurückgeschoben. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt hier auf sein eigenes Gelege losgeht. Ja, so ein bisschen Übung gehört natürlich auch mit dazu. Die ersten Ansätze klappen in der Regel nicht. Ne? Auch das ist so eine kleine Übungsphase. Aber wenn die dann erstmal den Dreh raus haben, dann klappt das eigentlich schon völlig problemlos. Ich werde auch die Elterntiere hier mit drinnen lassen. Ich werde dann nichts verändern. Das Gelege bleibt auch, wo es ist. So ein Gelege kann man auch rausnehmen, dann separat aufziehen. Bin ich kein Freund von. Deswegen verbleibt es im Becken, inklusive der Elterntiere, auch das zweite Weibchen. Ja, die Stiefmama in dem Sinne, bleibt auch mit im Becken. Also das ziehen wir so vernünftig, natürlich, wie eben möglich heran und schauen dann am Ende mal, was dabei herauskommt. So, Fokus spinnt jetzt gerade ein bisschen, weil sich da ein zweites Weibchen ein bisschen vorgeschoben hat. Da kommt natürlich die Kamera an ihre Grenze. Wie wir hier aber sehen, also er schaut sich das Ganze in aller Ruhe von außen an oder von innen an, was vor der Höhle vor sich geht. Aber hat er jetzt auch keine Ambition, ständig irgendetwas wegzujagen, zu verteidigen. Sobald es dann zu nahe kommt, na, dann wird er schon aktiv. Dann zeigt er den beiden Damen bis hierhin und nicht weiter. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergehen wird. Ich werde gerade mal eine Kleinigkeit füttern, dass wir auch das mal eben ganz kurz mitnehmen, dass er da gar nicht abgeneigt ist, dann auch mal rauszukommen. Na, das war jetzt ein kleines bisschen viel, aber er ist schon direkt da. Na, habt ihr gesehen? Gerade mal mit der Kamera ein bisschen zurückgehen. Ja, jetzt ist er eben vor der Höhle und nimmt ganz normal an der Mahlzeit, hätte ich fast gesagt, teil. Also Fressen ist überhaupt kein Problem. Das klappt wunderbar. Ja, das Gelege jetzt in dem Sinne unbewacht. Mal schauen, ob man jetzt hier. Ja, so wirklich näher ran komme ich nicht. Ich muss das gleich nochmal irgendwie mit dem Handy versuchen, ob es da ein bisschen näher klappt. Also wirklich scharf kriege ich es jetzt auch nicht mehr hin. Da kommt einfach die Kamera an ihre natürliche Grenze. Ja, Fressen ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das lässt er sich nicht nehmen. Hat dabei aber auch immer einen Blick auf die Röhre. Also die Röhre ist hier direkt neben dran. Ja, jetzt ist er auch schon wieder auf dem Weg zurück. Wird sich dann sehr wahrscheinlich jetzt wieder in die Höhle begeben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, sorry für den Wackler. Ja, noch nicht. Noch ist das Futter interessanter als das Gelege. Aber ich denke mal, der Brutpflegeinstinkt kehrt dann auch gleich wieder zurück, sobald eben dann dieser kleine Hunger gestillt ist. Ja, schön, schöne Entwicklung. Macht Spaß zu beobachten. Werde ich jetzt aber nicht jeden Tag machen, ja, weil das ist natürlich auch Stress für ihn, wenn er da ständig mit der Taschenlampe angeleuchtet wird. Ich glaube, das findet er jetzt auch nicht so sonderlich lustig. Wir schauen ab und zu mal drauf, ne, Abstand von ein paar Tagen. Tragzeit bzw. Schlupfzeit liegt in etwa 10 bis 14 Tage. Ja, auch das ist so ein bisschen temperaturabhängig. Bei wärmeren Temperaturen geht es schneller, bei kühleren Temperaturen dauert es eben ein bisschen länger. So, dann hat er sich auch was zu fressen mit reingenommen. So kann man es natürlich auch machen. Ja. So, jetzt geht es wieder zurück zum Gelege. Ja, das sind schon tolle Aufnahmen, wie ich finde. Sieht man nicht alle Tage oder bekommt man eben auch nicht alle Tage zu sehen. Je nachdem, wo man im Becken so eine Röhre hat, ne, ist ganz klar, dann kommt man auch mit der Kamera nicht wirklich ran. Hier klappt es zum Beispiel ganz gut. Ja, mit der anderen Röhre würde es ein bisschen schwieriger werden. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass er sich hier für die Röhre entschieden hat.
Ansonsten wäre es mit Aufnahmen ein bisschen komplizierter geworden. Die Röhre an sich, das ist eine ganz normale Wälzröhre, 14 cm lang. Der Eingang hat so um die 6x6 oder 7x7 cm, also ist schon ein ordentlich großes Teil. Ja, eher sowas für ausgewachsene Antennenwälze zum Beispiel. Man sagt ja immer, die Wälzhöhle oder die Röhre für die Pastellgrundeln sollte so groß sein, damit sich die Tiere einmal, ja wenn überhaupt, drehen können. Ja, aber gut, wie man eben hier sieht, es klappt auch mit einer etwas geräumigeren Höhle wunderbar. Das klappt auch notfalls mit einer Kokoshöhle. Ja, auch das würde funktionieren. Mit einem Eingang, oben der Eingang bzw. oben das Loch der Kokosnuss sollte nach Möglichkeit dann verschlossen sein. Dann klappt das Ganze auch mit einer Kokoshöhle. Ansonsten die Wasserwerte hier aktuell mittelharter Bereich, 12 bis 14 dGH, Wassertemperatur 24 Grad. Das Ganze bei um die 400 Mikrosiemens, 60-40 Mix Osmose und Leitungswasser ist es hier bei mir, weil eben bei uns doch sehr, sehr hartes Wasser aus der Leitung kommt. Deswegen verschneide ich alles mit ein wenig Osmosewasser. Ja, ansonsten sind ja die Pastellgrundeln doch sehr, sehr tolerant, was die Wasserwerte angeht. Das klappt auch mit etwas höheren Werten. Ich sage mal von der Gesamthärte her, pH-Wert liegt hier bei um die 7,2. Und wie man sehen kann, das Ganze hat bis hierher zumindest schon mal funktioniert, dass die Tiere ableichen. Das ist zumindest schon mal der erste Schritt. Und ich denke mal, der Rest ist dann auch nur noch Übungssache. Na, ich hoffe mal nicht, dass er jetzt hier irgendwie die nächsten Tage anfängt und verliert das Interesse an der Brutpflege. Dann wird es natürlich kritisch für das Gelege. Dann könnte unter Umständen sein, dass die Weibchen auf die Idee kommen, das Ganze zu verputzen. Oder aber er selber setzt dem Ganzen ein Ende. Auch die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich. Ich hoffe es mal nicht. Ne? Und wie es weitergeht, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Taschenlampe aus, dass das Ganze, oder dass er mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Denn wie gesagt, das ist schon Stress für ihn. Ne? Man sieht es, glaube ich. Er beobachtet schon sehr genau. Ja, ich habe das Gefühl, er schaut mir ganz genau in die Linse von der Kamera. Von daher machen wir jetzt mal die Taschenlampe aus, damit er mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich werde auch jetzt mal die Beleuchtung so ein kleines bisschen runterdimmen, um es dem werdenden oder hoffentlich werdenden Papa dann so angenehm wie eben möglich zu machen. Ja, die eventuell Mama, da war sie. So, machen wir das Ganze hier mal ein bisschen dunkler, damit die Tiere einfach ein bisschen zur Ruhe kommen können. So, ich würde sagen, machen wir ein Deckelchen drauf für heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.